Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Wir haben letztes Mal hier wieder gegen ein paar böse Typen gekämpft, die uns nicht gern haben, wie es scheint. Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Wie kann man denn Lara bitte nicht gern haben? Ich meine, sie ist doch eine nette junge Dame. Also... ja... finde ich echt respektlos von denen. Die sind schlecht erzogen. Muss mal schauen, wo wir lang müssen. Irgendwie zeigt es mir nichts an. Dann werde ich einfach mal... schauen. Vielleicht müssen wir darüber. Oh ne. Das war wohl eindeutig nicht der Weg. Dann müssen wir hier lang. Ne, haben wir einen Schalldämpfer auf der Waffe? Oh ja. Willst du mir jetzt damit sagen? Oh Mann. Headshot. Und noch ein Headshot, sehr schön. Ist hier gar nicht so schwer, wie es immer scheint. Frisst deine eigene Granate oder was du da hier rumwerfen wolltest. Strafe muss sein, mein Lieber. Holy. Ein Ball, dein Scheiß. Wo kommt der denn jetzt her? Halt dein Zeug bei dir. Hör auf zu schießen. Eigentlich ist es total sinnlos, dass wir jetzt gerade einen Schalldämpfer drauf haben, aber... na komm. Nein. Gerade jetzt. Zeig den Captain. Hallo? Maximal. Oh, da ist noch einer. Du kriegst eine Granate. Hab ich grad Bock drauf gehabt. Ganz kurz schauen hier wegen Muni. Hier haben wir noch Bergungsgut. Noch mehr Bergungsgut. Pfeilmunition. Bringt uns im Moment nicht so viel. Da wir nicht so viel Action mit dem Pfeil haben. Ach, ich dachte, wir müssen uns dann festheben. Auch okay. Hier haben wir Muni. Bisschen Bergungsgut. Und. Ein von drei Teilen für die Schrotflinte. Sehr schön. Auch hier gilt wieder dasselbe wie in Call of Duty. Nicht die ganze Zeit draufballern und man schießt ein bisschen genauer. Damn. Wie hat euch das gefallen? Hube.
war jetzt beabsichtigt, dass ich mal so ins Mikro atme. Aber ich denke, man darf sich auch mal so ein bisschen die Entspannung anhören lassen. Da haben wir eine dicke Kiste, die wir jetzt aufstemmen. Na komm, stell dich nicht so an, Lara. Bergungsgut ist immer schön. Können wir wieder die Schrot aufmotzen. Voll aufgepimpt und so, ne? Wir sind hier bei Pimp My Gun und wieder am Start ist die Lara. Pimp My Gun, ey, das wäre auch mal irgendwie so eine Idee. Ja, du hast einen 20 Zoll Schalldämpfer drauf gekriegt. Und kannst jetzt Alex, Kaliber 50 Munition verschießen. Mit deiner 9mm Pistole natürlich. Das Ding auch abfackeln. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll, hier die diese Teile da abfackeln, die Flaggen. Wie sie jetzt heißen hier. Wir machen es einfach mal. Das ist ein Lager. Ich mach gerade mal einen Time-Check. Ich weiß nicht, irgendwie ist nicht genug Zeit, um noch großartig weiterzumachen, aber... Okay. Wir gehen einfach mal hier runter. Vielleicht können wir das Ding einfach mal hier runterziehen und schauen, was passiert. Nein, schafft Lara leider nicht. Ich meine, ist ja bestimmt auch nicht gerade ein leichtes Ding. Mal hier noch umschauen. Ah ja, da haben wir was. Eine Kiste. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Oh, ja. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Das kann gut sein. Ich meine, Kriege gab es ja schon immer. Ich weiß nicht, in Japan. Oder wo das gerade ist. Ich glaube, es ist Japan. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Vielleicht war da gerade wieder Krieg. Das wäre möglich. Ich glaube, ich nutze den Rest der Zeit noch hier zum Aufmotzen. Da haben wir noch ein Tagebuch. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau. Sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Aha. Achso, hier schreibt Alex über seine Möglichkeiten. Alex, was hast du dir nur dabei gedacht? Dieser Ort ist gnadenlos. Der Preis fürs Überleben, er ist einfach zu hoch. Ja, das glaube ich sogar. Modell freigeschaltet, Hauptmenü Extras. Werde ich nicht anschauen. Wir schauen mal, was wir hier verbessern können. Bei dem Schrot. Schneller nachladen. Okay, wir haben gemerkt, es kann hilfreich sein. Ah, es ist ja keine Schrot, es ist ja jetzt eine Pumpgun.
Okay. Schnellfeuermodus. Modifikation auf Abzug. Erhöht die Schussfrequenz. Ich weiß nicht. Ja, irgendwas sollte ich halt schon machen, ne? Ich glaube, ich mach hier bei der beim Sturmgewehr den Laufmantel. Den Laufmantel, der die Bedienung erleichtert und den Schaden erhöht. Ja, das hört sich doch schön an. Ja, schön. Wobei die Nahkampfpfeile werden auch interessant. Naja, ich würde sagen, wir schauen uns hier noch den Sonnenuntergang an. Ich glaube wirklich, es ist ein Sonnenuntergang, also gerade schauen. Also Lara schaut etwa in südliche Richtung. Ups, Entschuldigung. Da schaut sie in südliche Richtung. Ne, da müsste etwa Süden sein. Eigentlich genau im Sonnenuntergang, was ein bisschen komisch ist. Okay, also Lara sagt, da ist Süden, wo die Sonne ist. Aber die Sonne geht normal im Westen unter. Da Süden ist, dann ist da Norden. Da ist Osten. Müsste die Sonne eigentlich da untergehen. Naja. Vielleicht habt ihr jetzt auch noch was gelernt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.